Hallo und herzlich willkommen zurück zu Flynn, Son of Crimson. Der Kader ist auch wieder mit dabei, der kletterte jetzt gerade in dieser Sekunde auf meinen Schoß. Und wir haben das letzte Mal den König gerettet und deswegen möchte ich mir jetzt meine Belohnung abholen. Ich schätze, meine Belohnung wird ein Schlüssel sein. Chancen stehen gut. Glogborgolbegelgaglutgalbo. Bolaglogadagmremiagodeggolaga. Ja, klar, das sehe ich genauso. Wieso können eigentlich die Könige immer nicht reden? Wir sind dir so dankbar, Flynn. Ohne dich hätten wir den Aquaras-Schrein verloren. Unser König spricht nur Neptünisch, daher danke ich dir in seinem Namen. Nimm diesen tiefen Schlüssel als Zeichen unserer Dankbarkeit. Du bist in der Kristallgrotte vermutlich an der Tür vorbeigekommen, die er öffnet. Danke nochmals, Flynn. Wenn du mal etwas brauchst, kannst du jederzeit vorbeikommen. Finde ich große Klasse. Da gehen wir direkt hin. So, ich habe es endlich zur Tür geschafft und jetzt gehen wir da mal rein und ich möchte mal tippen, dass das wieder zu einer Herausforderung führt. Tippe ich jetzt einfach mal ganz dreist. Weil so war es bis jetzt und ich schätze, so wird es weiterhin sein. Aber ist ja nichts Schlechtes, ist ja was Gutes. Es gibt ja einen ganzen Brocken XP. Oder nicht XP, naja, wir können es eigentlich schon XP nennen, weil es dient dafür, unseren Charakter auszubauen. Das hätte ich mir denken können. Oh no, was? Hast du getroffen? Eigentlich eine Frechheit, ne? Mit dir. Komischer Kobold. Oh oh. Verrecken Sie, Mr. von uns zu Mücke. Bumm. Bumm. Gekombot. Nein, mein Schwert. Ach, Mist. Yes, 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 yes. Okay, Schwert ist wahrscheinlich besser. Nein, nein, nein. Komm schon, Kettenreaktion. Und hier, Kettenreaktion. Das ist eigentlich ganz nice mit der Kettenreaktion. Das ist schon cool. Oh, ich hasse die. Ich hasse die. Alle. Oh, ist gestoppt. Oh yeah. Oh yeah. Mario time. Nein, nein. Komm schon. Und du auch. Komischer Packer. Ach, das ist nicht so leicht, wenn der Kater einfach vom Bein springt. Fällt, rollt. Ihr könnt nix. Erstmal auf einen konzentrieren. Den anderen kriege ich auch. Woo! Oh, es geht noch weiter. Weiß ehrlich gesagt nicht, was ich erwartet habe. Schön jonglieren, die zwei. Geht nicht. Jetzt aber. Und weiter, weiter. Der kann nix. Heilen. Ah, okay, war's schon. Oh, oh yeah, money. In the bank. Wir könnten skillen gehen, aber 4000 sind echt nicht so viel. Ich würde sagen, aber vor dem Boss. Ja, ich weiß nicht. Kader, wohin? Okay, Kader ist wieder weg. Tschüss, Doktor. Wo du gerade hingehst, wahrscheinlich. Steigt er in den Karton? Nee, er geht aus dem Haus. Aus dem Haus, aus dem Zimmer. Gut, der Wasserelektroritter, das kann ja nur gut sein. Oh, bitte nicht im Wasser kämpfen. Oh nein. Oh nein. Ah, no. Okay, genau sowas habe ich befürchtet. Okay. Jetzt wirft er sein Ding. Okay, das ist ja bis jetzt erstmal noch sehr simpel. Oh, das wird wehtun wahrscheinlich. Ach, da macht der ganze Boden Damage. Ach so. Okay. Noch machbar. Okay, jetzt muss ich ihn blitzdingsen. Gleich bin ich in der Agro-Phase. What is this? Oh je. Oh no, no. Spring. Oh nein, er ist weg. Die kommen wieder runter, oder? Ja. Okay, das ist easy. Oh, der ist cool. Der hat eine coole Musik auch.
Sehr schönes Lied. Oh Gott, 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 ja, Damage. Einfach durchbersten, jawoll. Also die Berserker-Wut, die macht alles eigentlich schon ziemlich, obsolet. Gib mir die Wächterseele. Yay, wir können unserem Hund helfen gehen, schnell. Dex, Dad. Oh, was ist das? Oh, sind das Handschuhe? Oh, Baby. Ich liebe Handschuhe, Box, Faustwaffen insgesamt. Ich bin so stolz auf dich, Flynn. Du hast diese Bürde mit Bravour gemeistert. Du bist deinem Vater wirklich sehr ähnlich. Dieses nächste Geschenk dürfte von großem Nutzen für dich sein. Die blitzschnellen Crimson Clown sind Dex nachempfunden und gehören jetzt dir. Mit dieser Waffe bleibst du in der Luft, während du mit fließenden Bewegungen angreifst. Zellogs Schergen sind diesen blitzschnellen Angriffen nicht gewachsen. Oh, ich bin Sonic! Okay, und in der Luft? In der Luft haben die auch viel mehr Reichweite, das ist nice. Klingt gut, benutzen wir mal eine Zeit lang. Ich finde es cool, dass es dann immer so eine kleine Zusammenfassung gibt, was er nach dem Dungeon macht. Und dass er dann wieder zurückläuft und versucht, seinem Hund zu helfen. Finde ich schön. Auch wenn die Zeichnungen sehr, ich sag mal, primitiv sind. Dex, mein Guter. Ja. Ich rette dich, Dex. Flynn, du hast dich schon so bravourös mit unserer Vergangenheit herumgeschlagen. Schließlich hat Loretta dich unterrichtet, seit du ein kleiner Junge warst. Es tut mir so leid, dass du dich hier mit unseren Problemen und immer mehr Monstern herumärgern musst. Aber du bist etwas ganz Besonderes, wie du sicher erkannt hast. Du bist noch nie weit von der Waldinsel fort gewesen. Daher bist du sicher überrascht, dass du und dieses Crimson-Leuchten überall bekannt sind. Ich habe mich schon gewundert, warum mich jede Sau kennt. Deine Crimson-Kraft ist eine Gabe von Sorrel, eine Fähigkeit, die sie an dich weitergegeben hat. Du bist schließlich auch ihr Sohn, versteht sich, ne? Weil dein Vater und deine Mutter, die haben dann, ne, verstehst du? Und diese Schreine sind eine Verbindung zur Welt der Seuche, die nicht immer so ein düsterer und finsterer Ort wie heute war. Sie sammeln Crimson-Energie von der Seuche und senden sie dir auf deiner Reise auf verschiedene Weise. Ich bin ziemlich stolz auf sie. Ich habe sie mitentwickelt. Irgendwo müssen noch die Baupläne rumliegen. Naja. Aber Sorrel hat natürlich die meiste Arbeit geleistet, sie zu aktivieren. Als einfacher Dorfbewohner in Rosantica nehme ich, was ich kriegen kann. Apropos Crimson. Da Dex Energie steigt, kannst du sie jetzt an Wachtposten zu Hilfe rufen. Probier es beim Dunkelhafenstieg gleich mal aus. Beim wo? Ich will nicht mit denen reden. Hier, guck mal, ich habe noch mehr Glitzerzeug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Items noch. Ja, die sieht aus wie eine Statue von Link. Noch 8 Items, dann haben wir schon alle. Hast du schon mal die ultimative? Okay. Du bist übrigens nicht die Einzige. Hallo, ich bin Flynn. Okay. Hui! Level mich! Okay, wir haben 6000 Punkte. Wir könnten mehr auf HP gehen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich öde. Einziger Angriff von oben. Brauche ich nicht unbedingt. Mächtiger Finalschlag, der Flynns Standardkombo mit einem schmetternden Schlag abschließt. Das ist ehrlich gesagt nicht so. Achso, das habe ich schon. Schleudere Gegner mit einem mächtigen Angriff in die Luft. Das ist vielleicht nicht so schlecht für die Klauen, weil die Klauen sind ja gut in der Luft. Erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer. Permanent? Oha. Lande nach Flynns Aufwärtshaken mehrere Treffer mit einem Folgeangriff. Oh, geil. Schließe Flynns Luftfolgeangriff in der Luft mit einem mächtigen Finalschlag ab. Yes! Waffenschaden plus 15%. Das ist ja geil. Da. Ich will immer mehr Crit. Da steht zwar nicht wie viel Crit, aber mehr Crit ist immer gut. Oh, guck mal. Also, ich mach. So? Moment. Hoch. Und dann zack, 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 zack. Oh, epic. Freue ich mich drauf.
irgendjemanden damit wegzuballern. Ach, hier ist das Walddorf und das, wo ich benutzen soll. Was ich benutzen soll. Das, wo ich benutzen soll, weißt du? Hallo, Alter. Hallo, Junge. Hallo, Brunnen. Hallo, Dude. Es ist jetzt, kann ich... Ah! Komm, Dex. Oh! Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Oh mein Gott, wie viel Money ist denn hier? Okay, es sieht mehr aus, als es eigentlich ist. Batz, batz, batz. Alles kaputt machen. Sturmangriff. Oh. Oh, cool, da kann ich da durchspringen. Ba, 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 ba. Oh nein, die Seuche. Wo könnte sie nur sein? Die hole ich mir. Es werden Sachen geboxt. Das brauche ich. Oh. Übelst zerballert. Nice. Gut, ich könnte ein bisschen mehr sehen. Oh, ich bin... Ah. Ich weiß, wo ich bin. Oh, no. Schnell weg. Oh, je. Ja, ja. Okay, wenn sie kurz verschwinden, dann muss ich auch verschwinden. Oh, Money. Ja, kommt alle runter. Oh yeah. Ich habe zwar auch ziemlich viel auf die Schnauze bekommen, aber ich habe auch viel Schaden gemacht. Haha. Und darauf kommt es ja schlussendlich an. Na, kommt ihr zwei. Komm, 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 komm. Jetzt habe ich beide. Gut. Ich krieg aber nicht beide tot, oder? Nee. Okay, aber nachträglich krieg ich beide tot. Geht's denn jetzt weiter hier? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Das ist ja geil. Ah, die kann ich nicht hochschlagen. Wenn was fliegt, kann ich es nicht hochschlagen, scheinbar. Die muss ich doch für mich auf Schnauze hauen zu lassen. Ah, das war's schon. Okay, die Klauen sind cool, aber ich glaube, die Axt und das Schwert komme ich besser klar mit. Aber ich werde trotzdem die Klauen benutzen, weil ich meine. Deswegen spielen wir auf normal, da können wir nicht einfach mal ein bisschen Spaß haben. Hier gibt's wieder ein Item. Oh, das war die falsche Richtung, mein Dude. Jetzt habe ich dich. Batz. Absolut vermöbelt. So, Biene. Bienhart. Was ist das? Ja. Money, 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 money. Money in the bank. Bam, bam. Money in the bank. Money in the bank. Oh, cool. Ich kann die Leute mit meinem Hund vermöbeln. Voll geil. Okay, könnte ich Dex wieder beschwören? Achso, weil ich sterbe. Natürlich. Macht Sinn. Oh, es ist geil. Macht richtig Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Wenn ihr es euch bis jetzt nicht gekauft habt, dann macht ihr das jetzt. Direkt, nachdem ihr das Video gesehen habt. Ah, wo ist meine Hitbox? Plupp. Hep. Und hier wieder ein bisschen Leben. Da ein paar Möwen. Bienen umbringen. Ah. Ist das geil. Kann die einfach Chains ziehen. Muss mal kurz was ausprobieren. Oh, sehe ich das richtig? Ich komme mit Dex höher als normalerweise. Also sowieso, ne? Aber ich komme dann noch höher. Interessant. Ich kann also von Dex abspringen, um noch höher zu springen. Eventuell hilft mir das in der Stadt weiter, um da an die eine... Oh!
Ecke weiterzukommen. Da ist ja schon das Item, das ist ja super. Ach, im Hintergrund sind die Blumen. Na, das ist ja mies. Ah, nee. Das zählt nicht. Hier vorne an der Seite sind die Blumen. Okay. Ich dachte schon. Okay. Ein leuchtendes Herz. Ein glänzendes Regenbogenherz aus Edelsteinen. Nicht gerade nützlich, aber echt abgefahren. Sieht aus wie so ein 90er-Jahre-Candy. Hier, Bonbon. 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 Lass es in... Ah! Geil. Ich bin sehr froh, dieses Spiel gekauft zu haben. Kommt her, ihr Bengel. Ja, jetzt geht's auf die Schnauze. Ja, ich fresse euch. Ich fress dich. Versuch's doch. Na, wer weiß, wo das her ist. Hab ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Die wenigsten kennen das noch, wenn überhaupt. Eine alte RTL2-Serie, ein Anime. Und es handelt sich natürlich um Monster Ranger. Woo! Ich glaube, das war einer der ersten Isekai, mit denen ich in... Das war's schon? Das war ja kurz. Berührung gekommen bin. Direkt nach Digimon. So, Dex, hast du gut gemacht. Komm, wir gucken mal kurz nach der Stadt. Hier ist der Todessumpf. Das klingt ja ominös. Kann ich hier auf Dex reiten? Keine Wächtergeister im Inventar. Ich gehe mal kurz gucken. Und mit Dex würde ich da auf jeden Fall hochkommen. Hier habe ich schon gesprochen, ne? Genau, und hier waren wir auch schon drin. Hier war nicht viel. Nur so ein bisschen Kleinscheiß. Aber wenn ich hier irgendwo Dex mitnehmen kann, vielleicht geht es auch erst ganz am Ende. Aber da ist ja auch nur ein bisschen Money, ne? Ich meine, ich könnte hier jedes Mal das Geld mitnehmen. 1380. Naja, sind 50 oder so. Das ist nicht unbedingt das, was ich viel nennen würde. Naja, vielleicht kommen wir da später noch dazu. Jetzt dann erstmal in den Todessumpf. Auch da wartet wieder ein Item auf uns. Doch zuerst muss ich was trinken. Dex? Bist du Dex? Was macht ein seltsam aussehendes Wesen wie du in einem Paradies wie diesem? Es kommen selten Menschen in diesen Teil der Insel. Ich habe gehört, dass ihr dieses wunderschöne Wetter nicht mögt. Wie schade. Wenn du hier durch willst, solltest du dich lieber unterstellen. Deine schwächliche Haut ist diesem Regen sicher nicht gewachsen. Okay. Oh ja, tatsächlich, ich verende. Oh nein! Zombies! Also ich finde es ein bisschen schade, dass es so viele Goblins gibt. Also so viele Arten Goblins. Ich finde es gut, dass verschiedene Arten Goblins sind. Aber ich finde es schlecht, dass es halt immer wieder Goblins sind. Da hätten sie ruhig ein bisschen kreativer sein können. Ich meine, sie zeigen ja, dass sie es können. Ich weiß auch gar nicht, was das Studio jetzt noch gemacht hat. Ob die noch was gemacht haben, weiß ich auch nicht. Regenzombies. Hatte ich auch noch nicht gesehen. Ha! Oh mein Gott. Komm, der tasmanische Teufel. Hui! Okay, und raus da. Und weiter. Nicht zu lange in der Säure bleiben. In der Gülle. Ah! Oh mein Gott. Was? Benzer? Ah, oh, das sackt doch ab. Oh nein! Ah, oh, so viel Schaden, den ich vermeiden könnte. Heilen. Und nochmal heilen. Und dann schleunigst versuchen. Etwas zum Heilen zu finden. Schnell, 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 schnell. Schätze, den Stein brauche ich, wer weiß. Wutangriff. Ah. Ja, kann ich doch, weiß ich doch. Benutze ich doch regelmäßig. Warum wird mir das jetzt als Tutorial gegeben? Ah, okay.
Schnell weg. Bam, 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 bam. Nochmal heilen. Okay, ich sehe hier wieder keine Blumen. Was bist du? Oh, das spawnt Zombies. Oh, das ist ja cool. Okay. Ach, in dem Schleim kann ich mich da nicht bewegen. Ha. Hier kann ich nicht rein. Okay, der ist down. Da drüben ist noch was zum Heilen. Nehmen wir natürlich mit. Das geht ja gerade eh nicht ganz so gut. Zombie, kann ich stehen lassen, der tut ja nichts. Der guckt ja nur. Na, wieder rein. Aber ich habe dann einfach Damage kriegen für eine Zeit. Vergiftet werden oder nur geslowt. Oder beides. Ah, das ist das Buch. Buch. Das Item. Da muss ich irgendwas auf jeden Fall rüberschieben. Kann ich nicht hochschießen? Nein. Das ist doof, manche Gegner kann man nicht nach oben schießen. Ich muss hier weg. Okay, da muss das Steinchen hin. Gut, das wird ein Stück dauern. Weil ich mich immer wieder unterstellen muss. Warten, 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 warten. Dann so. Dann wieder unterstellen. Und... Ach, ich komme so nicht rüber. Ach, ich kann mich hier unterstellen, ne? Reicht's hier? Ja, wunderbar. Komm doch da auch einfach hoch, ne? Ja. Mach's mir da kompliziert, ich wollte jetzt von der anderen Klippe rüberspringen. Oh, das geht so schnell. Und wieder schieben, schieben. Komm ich da durch, ohne verseucht zu werden? Wahrscheinlich nicht, nein. Ach, schönes Ding. Wunderherrlich. Noch ein Item. Meine Güte, wir brettern ja durch das Spiel durch. Gibt keinen Halt mehr, ne? Die Glückskatze. Manche sagen, diese Figuren bringen ihrem Besitzer Glück. Andere finden sie einfach nur süß. Ich finde die auch einfach nur süß. Maximum. Ich glaube an... Ey! Ey! Oh mein Gott, ich habe nicht gesehen, dass da was steht. Okay. Oh, es bewegt sich. Mein Geld! Naja. Das bisschen Geld lasse ich jetzt mal aus. Wir werden vielleicht nicht alles skillen können. Aber dann ist es halt so. Meine Güte. Daran soll es jetzt mal nicht hapern. Viel wichtiger ist, dass wir den ganzen Content mitnehmen, den man mitnehmen kann. Und das ist eine Menge. Wobei, es geht schon. Es hält sich eigentlich ziemlich gut in Grenzen. Ich finde das aber so gut. Sehr gut, so wie sie es machen. Schnell! Wo mein Auto wegfährt. Ich brauche den Stein noch bestimmt. Das hat keinen Schaden gemacht. Das ist eigentlich eine Sauerei, dass das keinen Schaden gemacht hat. Aber nur gut, lass ich mal durchgehen hier. Dafür macht das jetzt Schaden. Gehen die Zombies um. Jetzt schmeißt du den Stein bitte auf den Dude da hinten. Oh, ich bin in der Luft zu stark mit den Klauen. Voll cool. Kann ich damit das Ding aufwerfen? Nein. Ich wollte es mal ausprobieren. Tschüss, Stein. Da kam ich nicht hoch. Oh, no. Komm ich hoch? Wie komme ich hier raus? Ach, hier. Ah, es gibt dann also keinen Weg zurück. Ach so. Ich verstehe. Oh, shit. Ich meine, warum würde ich was anderes tun als das? Yeeha! Ich brauche mehr Wut. Oh, ich hätte es nicht nehmen sollen. Mist. Ich hätte warten sollen, bis meins ausgelaufen ist. Naja. Egal. Ich sollte vielleicht nochmal skillen, dass ich mehr Heilkram mitnehmen kann, aber... Ah, ich sterbe einfach, wenn ich da reinfall. Oh, okay. Oh, das war knapp. Macht aber Sinn bei der Plörre. Aber ich wollte ja auch 15% mehr Schaden. 15% mehr Schaden ist voll gut. Weil wir sonst keine Möglichkeit haben, unseren Schaden zu erhöhen, außer mit den verschiedenen Waffen eben. Aber 15% Schaden wirkt dann auf alle Waffen und das ist halt
super duper gut, egal was ich benutze. Zombies auf meinem Dach. Und sterben auch, wenn sie dann die Stacheln fallen. Gut zu wissen. No! Darf mich nicht verarschen lassen! Au. Oh, okay, ich sterbe nicht, wenn ich das berühre, kriege ich einfach nur Schaden. Kann sich ja nochmal heilen. Also die Level sind schon geil designt, ne? Ich sag's immer wieder. Aber sie sind es einfach. Die machen einfach immer Spaß. Selbst der Eislevel war nicht so schlimm. Und ich hasse Eislevel. Oh, da war noch ein bisschen was zum Geld verdienen. Hier ist ein verschnotzter Baum. Au. Ah, Ende des Levels. Wunderherrlich. Wupp. Und wieder Geld verdient. Ich habe wieder nur einen Ausgang. Hier sind zwei Ausgänge. Mehrere Ausgänge, keine Items. Alles klar. Der Typhirm. Arsch. Links oder rechts? Ich gehe links lang. Ich komme links nicht lang. Ich gehe rechts lang. So schnell kann man sich entscheiden. Oh mein Gott. Stacheln. Pilze und Stacheln. Ich finde jetzt öfter auch mal... Oh oh. Crimson-Steine, die doppelten Wert haben. Also die goldenen hier. Hätte einfach hier runter gehen können. Verschwindet das Ding auch wieder? Das ist jetzt die Frage. Scheinbar nicht. Dann versperre ich mir damit also den Weg, okay? Aber ich weiß ja nicht, wo das Ding herkommt. Das ist die Plattform? Nee. Oh, was haben wir denn hier? Jetzt lass doch mal gut sein, Alter. Hör doch mal auf, den ganzen Scheiß immer zu fressen. Hatten wir schon mal irgendwo Fackeln? Nee, ne? Putz. Okay. Ah ja, das ist also das Rätselslösung. Einfach die Fackeln anzünden wie in Zelda. Das kann ich. Und dann sieht man plötzlich viel mehr. Das ist ja... Kann ich damit die Ranken vernichten? Nee, aber ich kann durchschießen damit. Hehehe. Hier ist nochmal was zum Anzünden. Hier geht's auch nochmal oben. Da müssen wir also lang. Jetzt erstmal das hier noch mitnehmen. Jetzt macht das Feuer, dass ich reinspringe, keinen Schaden. Du bist ja ein Arsch. Denkst du, du kannst mich einfach so aufhalten, ne? Hast du dich aber ganz schön geschnitten, ne? Oh, ein Dude. Ja, ja, ja. Ich kann nichts sehen. Schon besser. Da ist wieder eine Ranke. Eine Ranke, eine Kohlepfanne meine ich natürlich. Ranken sind da auch, aber die meinte ich nicht. Brenne. Oh, die kriegen dann wirklich periodisch Damage. Das ist ja nice. Bam. Cool. Kohlepfanne. Ach, schön. Schön hell und schön warm. Ah, voll in die Stacheln rein. Macht eine kleine Explosion, wenn es am Ende ankommt. Oh, Feuer macht übelst Damage. Das ist ja nice. Da komme ich von unten ran, oder? Ich will da nicht hingehen. Ich habe Angst, dass mich dann wieder irgendwas trifft. Ich hätte erst heilen sollen. Mist. Da oben ist eine Kohlepfanne. Die sind echt auch für mich schwer zu sehen. Ich bin doch gesprungen! Mensch! Ah! Uncool. Echt uncool. Also stehen bleiben, schießen, dann laufen. Sobald ich so ein Ding sehe irgendwo. So eine Kohlepfanne. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Ah! Absoluter Penner. Okay. Krieg ich die an? Nee. Muss also den richtigen Weg finden. Überschätzen hier lang. Und dann eventuell hier lang. Und dann eventuell hier lang.
Oh, und offensichtlich dann hier lang. Und dann nehmen wir das noch mit. Da muss ich mit der Axt durch. Darf ich hier irgendwo lang? Ja, scheinbar. Die zwei Dinger lasse ich jetzt mal liegen. So dringend brauche ich es dann auch nicht. Komme ich da einfach ran? Ja. Jetzt leider nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele ich anzünden muss. Ich zünde einfach mal welche an. Entweder ist es richtig oder ist es halt irgendwann nicht mehr richtig. Wer weiß. Bam. Ah. Das war offensichtlich richtig. Natürlich jetzt ein Traum, wenn ich wüsste, wo ich lang muss. Ich glaube, das ist korrekt. Well. Gerade noch gebremst vorher. Jede Menge Money. Muss auch nochmal heilen. Aber mit echt viel HP belohnt. Ach, ein Dude. Au. Okay. Kannst du einfach mal stehen bleiben? Okay. Ist hier schon. Bam. Okay, warten, bis er schlägt. Und dann, bevor er den nächsten Schlag macht, ausholen und wegbrezen. Faustwaffe macht dafür zu wenig Schaden. Das funktioniert so nicht. Ist das jetzt ein Secret? Wahrscheinlich, ne? Das hier, wo ich jetzt bin. Item gibt es hier keins. Es gibt nur zwei Ausgänge. Und das ist der einzige Ausgang, wo ich hin kann. Ah, das war ja ein Geniestreich schon wieder. Bam, 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 bam. Naja. Kein Verlust. Habe ich hier noch was übrig gelassen. Bam, 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 bam. Ah! Absoluter Penner! Was wollt ihr denn machen, wenn er brennt, ne? Nix macht er dann. Die können auch alles Supersonic gehen. Och, komm. Eine Frechheit, was du machst. Eine absolute Frechheit. Eine bodenlose Frechheit quasi. Hier, verreckt. Ah, schön. So, aufziehen. Schießen. Ausweichen, schlagen. Ausweichen, reindodgen. Wunderbar. Wie wir es geübt haben. Musst du dem ersten Schlag ausweichen, danach geht's eigentlich. Ein Schatzgoblin. Moment, ich muss den snipen. Achtung. Schade. Nein! Ich krieg dich, komm her. Oh! Absoluter Stealth-Goblin. Erwischt! Ah! Oh. Habe ich ihn. Ah, ein Träumchen. Ich weiß gar nicht, wie viele Dinger die geben, aber ich glaube, die geben ordentlich. Go! Plöng. Plöng. Ah. Das läuft so gut. Ich kann es mir gar nicht... Ah! Kann es gar nicht glauben. Das sollte reichen. Ja. Muss ich meine ganze Energie nicht verschwenden. Okay, den Stein brauche ich nicht mehr. Ach. Naja. Muss er nicht jeden umbringen, ne? Nur die, die im Weg stehen. Ich bin kein absoluter Psychopath. Oh mein Gott, er war ein absoluter Psychopath. No! Wird ganz schön eng langsam. Der andere ist wieder in den Abgrund gesprungen. Da, wo wir uns alle hinbegeben. Oh no! Ich kann mal leider nicht anzünden, die Dudes hier. Ah! Sagt der Hype?
Hype Train, hier! Hype Train, hier! Ich hasse die sind mir zu schnell. Kann die nicht richtig treffen. Sacken, kann man nicht anzünden, kann man nicht boxen, kann man nicht schlagen, kann man nicht... Ach, alles. Egal. Einen weiteren Level geschafft. Einen weiteren Ausgang freigeschaltet und eine weitere Seuche getriggert. Meine Güte, die sind aber hartnäckig heute. Wo sind die? Da hinten, in der Kristallgrotte. Gut, dass die Level dann immer nicht so lang sind. Oh, no. Oh, no. Ich möchte nicht. Lass mich in Ruhe. Ah, das ist Ripley. Muss ich den ja umbringen? Aber von dem Feuer kriegt er jetzt wenigstens ordentlich Schaden. Ridley müsste auch aus Metroid sein, weil Ripley ist, glaube ich, aus Alien, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Müsste richtig rum sein. Ich vertausche das immer. Ups, das wollte ich nicht. Das müsste aber mehr Damage machen. Mehr Burst. Das andere macht halt noch Dot Damage. Das ist eigentlich ganz nice. Ah, schön. So. Ah. Okay, langsam habe ich es raus, wie ich die besiege. Okay, ich kann hier also einfach stehen bleiben. Kann ich den treffen? Ja, ne? Das geht auch ganz gut so. Auch definitiv noch ein Feuer-Upgrade, dass das mehr Damage macht. Weil ich mag das Feuer eigentlich sehr gerne. Häpp. Blitzsteinchen. Das war knapp. Knapper, als ich zugeben will. Jetzt habe ich dich. Aha! Oh je. Das war auch knapp. Los. Immer schön durchwechseln dann. Aber ich verkacke mal. Mist. Warte! Okay, er brennt. Dann wieder auf den Damage wechseln. Und zwar mal schießen. Und wieder auf Feuer wechseln. Und dann kommt er wieder zu mir. Und ich zünde wieder an und wechsle auf Damage. Jetzt müsste er aber eigentlich tot sein. Ja, genau. Wah! Das war knapp. Okay. Okay. Das nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und das nehme ich auch mit. Man weiß ja nie. Weil man mal einen guten Berserker braucht. Ein bisschen Blutrausch. Blut für den Blutgott. Ihr wisst ja, wie es ist. Wenn er wieder Köpfe sammelt für seine Gottheit. Gottheit. Bidu. Okay, jetzt muss ich wieder gegen irgendwas battlen. Okay, also keinen Schaden in dem Modus. Eigentlich ganz cool. Lohnt sich das auf jeden Fall, den mal aufzuheben für solche Szenarien. Ja, das ist ja doof. Komm schon, geh weg. Ah! Oh! Ei! Bin ich jetzt langsam mal durch hier? Kann ja nicht so riesig sein. Bist du Feuer schon? Nö. Aber du kriegst Schaden von Faust! Okay. Uiui. Lass mich doch alle in Ruhe! Ah, daneben. Eieiei, die Insekten, die sind echt nicht meine Freunde. Ah! Gott sei Dank. Hi! Also die Seuchenwelten, die machen mich langsam echt fertig. Auf geht's zurück. Und schließlich in den Sümpfen weiter. Weiß zwar nicht genau, was ich da will, aber irgendwas werde ich da wohl wollen.
Ist hier noch ein Ausgang? Sieht immer so aus. Ah, hier ist noch ein Ausgang, ja, ist klar, aber... Hier sind auch mehrere Ausgänge und hier ist die Statue von Link. Mal gucken, was wir zuerst finden. Erstmal den Tod wahrscheinlich. Ah, ah! Okay, das sollte kein Problem sein. Oh! Damit habe ich nicht gerechnet. Den Typen kennen wir noch nicht. Jo. Simpel. Noch 1700, dann können wir uns das Waffen-Upgrade holen. Da unten ist direkt die Statue. Und da müssen wir, glaube ich, auch direkt hin. Oh, shit. Wir brauchen den Hund! Ich wurde verarscht! Wir müssen irgendwie an den Hund kommen. An Dex. Ah, da kommen wir an Dex ran. Aber dafür brauchen wir den Schlüssel. Und wo wir den Schlüssel kriegen, habe ich keine Ahnung. Werde es aber vermutlich rausfinden. Früher oder später. Eventuell habe ich es auch schon verkackt. Weil ich zu ungeduldig war. Kann zumindest sein. Ich glaube allerdings nicht. Ich heile mich mal nochmal und gehe nochmal nach links. Ja, da geht es definitiv wieder hoch. Ach, das wäre also der schlaue und richtige Weg gewesen. Naja. Ich bin schlau und richtig, seid ihr hier falsch. Haha. Au. Fast, als würde ich es nochmal bestätigen wollen. Hep, 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 hep. Da ist wieder Lichtquelle. Gib mir den Schlüssel, ich brauche den. Mein Dude. Ich brauche den Schlüssel, Alter. Ach, das ist cool, der Move. Ich mag den. Nochmal heilen. Viel Leben habe ich ja nicht mehr gehabt. Hier ist nochmal Feuer. Ja, natürlich trifft er mich von da. Bam! Oh, hier ist auch jemand. Komme ich auch nicht ran. Wie komme ich denn an Dex? Achso, von der. Natürlich, natürlich. Mit dem Schlüssel. Ich bin ein Idiot. Hallo? Gehst du an die Leiter? Komische Hitbox. Einmal außen rum und die Tür aufsperren und dann können wir uns den Hund holen. Puff, puff! Und wir holen uns als erstes natürlich das Secret. Mit dem Sturmangriff. Yay! Es ist die Heldenstatue, die kleine Figur eines berühmten Kämpfers. Er sieht irgendwie vertraut aus. Ja, er sieht aus wie wir. Ne? Ist uns hoffentlich allen klar. Notizen machen, wichtig. Sehr wichtig für mich. Für euch nicht so. Aber irgendwer muss schon was haben, sonst bin ich. Aua! So, Dex, komm, wir ziehen die Schlacht. Wir gehen hier lang. Ah, ich muss mich jetzt wahrscheinlich entscheiden, ob ich mit Dex weitergehen will oder ohne Dex. Aha, aha. Da hinten sperrt auf jeden Fall schon mal eine Tür auf. Am anderen Ende der Map. Oh mein Gott, muss ich den Yoshi machen? Muss ich Dex manchmal abandonen? Oh mein Gott, das sieht so knapp aus, ne? Dex, es tut mir leid. Ich muss das tun. Aber Dex, ich habe nichts mehr zum Heilen. Also wenn das jetzt nochmal passieren muss, dann sind wir beide im Arsch. Kann ich eigentlich dodgen? Ne, das ist ja kein Dodge. Das ist ein Angriff. Hier ist was zum Heilen. Und das reicht nicht. Hier kann ich weiter. Aber ich kann auch irgendwie nach oben, ne? Sorry, Dex. Hol dich später nochmal ab. Ich muss wissen, was hier oben ist. Die Neugier. Ich brauche doch Dex da auch nochmal. Oh oh. Oh Gott. Komm ran, Dex. Ich brauche dich hier. Ach so. Das geht in der Luft. Ja, na dann. Das ist aber gar kein Problem. Das sind also die zwei Wege jetzt.
Sorry, Dex, wir gehen ohne dich weiter. Du musst hier bleiben. Ich werde mich immer an dich erinnern, meine Freundin. Ah, erstmal voll heilen. Mm. Naja, voll heilen ist übertrieben, aber zumindest ein bisschen voller. Was bist denn du? Bam, 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 bam. Oh mein Gott, was? Stimmt ja, das haben wir vergessen. Oh no. Ah. Moment, hier geht's noch lang. Sehr gut, hier ist auch eine Bombe. Bam, 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 bam. Oh oh. Meine Bombe! Sehr gut gespielt, so wie sonst auch. So wie man mich kennt. Das war ein Leap of Faith. Den wollte ich gar nicht machen. Ich habe gedacht, das wäre so ein Seil zum Ranhangeln. Ich habe nicht richtig geguckt. Okay, die kann man nicht so gut staggern. Die kann man gut staggern. Eieiei. 3 HP. Das zwei Schläge halte ich noch aus. Danach muss ich mich ganz dringend heilen. Aber ich habe nichts zum Heilen. Das könnte sich zu einem Problem entwickeln. Ich muss zwei Schalter finden. Ohne zu sterben. Ach was. Das hat getroffen, ja. No! Don't do it! Ei, ei, ei. Stressig. Könnt ihr durchfallen, oder? Nee. Sieht nur so aus. Warte, wäre ich ja auch hinter der Tür, wisst ihr? Wäre schon echt merkwürdig. Ah, hier brauche ich Wasser. Ja, dann fahren wir halt noch eine extra Runde. Haben wir jetzt auch gleich die Steinchen mitgenommen. Hirsen! Hier brauchen wir nochmal Schwasser. Schweiß. Eis quasi. Ich will nicht runterfallen, deswegen fahren wir da jetzt sehr vorsichtig entlang. Sehr vorsichtig. Ein paar Steinchen brauche ich nicht. In weiser Voraussicht habe ich das dahin geschossen. Ja, ja. War nicht, weil ich versehentlich losgelassen habe. Ich habe den zweiten Schalter aktiviert. Jetzt darf ich nur nicht an dem Ding sterben. Das heißt, wir machen das ganz einfach. Wir gehen. Wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Was wird das Ding machen außer uns? Ach, total verfolgen. Super. Oh, ich dachte, es wäre zu früh. Oh Gott. Das müsste reichen. Okay. Ah. Ich will in den nächsten Bereich der Map. Denn dann, wenn ich sterbe, respawn ich am Eingang. Und weg, 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 weg. Und das war zu früh. Damit, damit, damit. Okay, es bewegt sich nicht. Ich brauche Feuer. Und ich brauche HP. Ich kann mich nicht heilen. Nur noch ein bisschen. Ein kleines Steinchen an HP. Dann bin ich wieder fit. Da oben ist ein Steinchen HP. Komm ich da ran? Irgendwie? Vielleicht so? Oh! Ich danke den Göttern. Gleich viel beruhigter. Ich möchte meiner Mutter und meinem Vater danken. Versteht ihr, ich danke den Göttern. Wir sind ja der Sohn zweier Götter. Oder zumindest eines Gottes, einer Göttin. Wie lang ist denn die Map? Ich hab Angst. Oh no, genau vor sowas habe ich Angst. Ah! Ich mach die Kombos zu lang. Verreckt! Bin schon wieder nervös. Oh, das wird was zum Heilen. Oh, ist das schön. Mmh, lecker. Hier HP. So up to date waren wir lange nicht mehr. Wer zuletzt lacht? Lacht am besten! Oder irgendwie so geht der Spruch, ne? Ich glaube, ich will erstmal wieder da noch weiter nach oben, ne? Oh no! Ja. Weiß immer nicht auswendig, wen ich jetzt staggern kann und wen nicht. Ah!
Ach so. Ich kam da gar nicht hoch. Okay. Jetzt komme ich da hoch. Okay, jetzt wenigstens wieder Licht. Dann sehe ich wenigstens, was mich umbringen will. Ich schätze, das ist gut. Oh, das war zu früh. Ich muss dann wahrscheinlich hier drauf springen. Oder? Komm ich denn so hoch? Offensichtlich. Ah ja. Das war knapp. Aber ist der richtige Weg. Lieber Faith! Wie ein Assassin's Creed. Assassin's Creed! Wieder ein bisschen was zum Heilen. Reicht nicht, um uns HP zu bescheren, aber es ist zumindest der erste Schritt. So, das geht bestimmt auf Zeit. Ja, das hat man nämlich noch schon lange nicht mehr. Ah, nein! Shit. Oh mein Gott, ich habe alles verkackt. Nein! Ich hab's gewusst! Oh, ich werde sterben! Oh, na! Ja, muss jetzt halt fehlerfrei laufen, ne? Ist ja nicht so schwer. Kann ich das von hier anschießen? Ja. Komm schon. Los. Hoch da, hoch. Und durch. Yay! Das kann ich hier sterben, dann wäre alles gar nicht mehr so schlimm. Oder ich spiele einfach wie ein erwachsener Mensch weiter. Oh, und fahre da hinten in den Tod. So, rechts ist was zum Heilen, hier links ist wahrscheinlich nichts zum Heilen, ich gehe da trotzdem hin. Ich hatte recht. Ich hasse es, recht zu haben. Manchmal ist es einfach nicht so geil. Oh mein Gott, das war knapp. Oh! Das brauche ich jetzt nicht, ich brauche erstmal das Ding da oben. Oh! Ja, Baby! So, wieder aufladen. Das Ding versinkt komplett im Boden. Nee, doch nicht. Und rüber. Und hoch. Und durch. Und oh, mehr heilen. Mehr heilen, ja. Köstlich. Voll heilen. Oh, Dex. Hey, Dex. Ach, du bist so toll. Lieb dich. Huh? Oh, no. Kann ich das auch wieder... Achso, da kann ich einfach absteigen kurz. Okay. Ist vielleicht vernünftig. Noch mehr? Oh nein! Oh, mein Dogger! Habe ich gewonnen? Nein. Okay, die Dinger müssen weg. Die sind eigentlich kein Problem. Oh, die kann man ganz gut stunnen. Mit Dex. Oh mein Gott, es geht immer noch weiter. Mehr Wut! In alle Richtungen schlagen! Ja! Was bist du für ein Lappen? Ah, nicht so einer. Ich glaube, die können nichts gegen Dex tun. Nein, können sie nicht. Wir haben gesiegt! Ah, es geht immer noch weiter. Was ist das? Ah! Ein Drache. Natürlich. Oh, shoot! Wir sind tot. 5% von meinem Geld. Ah! Okay. Dex, ich brauch dich. Hep! Da reitet jemand drauf. Ist das Rosia? Oder wie sie heißt? So früh! Okay, wir machen das jetzt ganz ruhig, ganz kontrolliert. Ah, damn it! Okay. Hier rüber. Das mitnehmen. Oh mein Gott. Kannst du nicht aufpassen? Es sind noch andere Leute auf der Straße. Ich laufe einfach weiter. Ich ignoriere jetzt alle Gegner. Oder die meisten Gegner zumindest. So. Hier oben lang. Oh mein Gott, ich hab vergessen, dass der Drache kommt. War zu geizig.
Bam, 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 bam. Alles weg mit denen. Hier oben bin ich sicher. Mitnehmen. Heilen. Weitergehen. Na, 2-1. Und wieder aufsteigen und weiter. Huh. Und hepp. Und jetzt weiter. Oh. Warte, das war kein Boss? Oder kommt der Boss jetzt erst noch? Hex, wir sehen uns später. Papa muss los. Verlassener Wald, tatsächlich kein Boss. Aber interessantes Foreshadowing. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Flynn. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann klickt auf den Abonnieren-Button, klickt auf den Like-Button. Das hilft mit meinem Kanal sehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.